Guten Tag, herzlich willkommen. Moin, moin. LS22 Wild West. So, noch gar kein Kalkstreuer angekommen in der Zwischenzeit, das wundert mich. Hab mir gerade frischen Kaffee gezappt. Vielen Dank fürs Warten, liebe Leistung, Zuschauer. War live Pause gerade, ne? Auf YouTube habt ihr das logischerweise nicht mitgekriegt. Und. Ja, ich muss noch ein ganz bisschen Kalk hier. Achso, das Silo ist voll, ne? Da müssen wir erstmal abwarten, bis eine Ladung abgeholt wird. Und ich denke, dass wir jetzt mal anfangen mit unserem Herstellungsverkauf. Es dauert ja auch ein bisschen, bis das alles verkauft wird. Und ich glaube, dass wir nochmal, der Preis ist bestimmt nochmal ein, zwei gestiegen, ne? Das geht immer so gut los hier. Schön, ne? Gerade angefangen, erstmal Autosave. Autosave auf einer 16-Fach-Karte dauert auch bei meinem Rechner schon ganz schön lange. Zeit für neuen Rechner. Aber gut, der wird auch nicht viel schneller sein, weil die Festplatten, das liegt ja ein bisschen, das Speichern liegt auch in den Festplatten. Und am Spiel selber. So. Hackschnitzel. 388. Ja, soll man so. Das ist auch gleich schon wieder dunkel. Jetzt können wir hier erstmal Unmengen an Hackschnitzel verkaufen. Na, so leicht geht das. Ich hatte noch mal interessiert, wie viele Baumstuppen auf dieser Karte sind, ne? Also wenn wir mal EasyDevControl bemühen und sagen, dass alle Baumstümpfe entfernt werden sollen. Und das waren 6 Stück, die noch irgendwo übrig waren, die man halt nicht gesehen hat, die uns vielleicht bei der Bearbeitung gestört haben. 6 Stück, das geht ja noch. Dafür, dass wir hier schon auf der Karte circa 1522 Bäume gefällt haben und keinen neuen gepflanzt. Gut. Braucht da Dünger. Nur ein Sammelobjekt gefunden. 5 Jahre spiele ich schon. Das kommt mir aber weniger vor. 5 Ingame-Jahre? Kann das... Nee, das kann... Nee. Das kann nicht stimmen, oder? Es kann sein, durch den Spulen, dass er deswegen denkt, dass wir schon, also 3 Jahre, hätte ich jetzt gesagt, sind wir. Ich habe doch nicht 3-mal Winter durchgemacht, niemals. Ich dachte nämlich, wenn man das vorspult, Easy Dev, wenn ich jetzt sage, du mach mal hier eine andere Zeit da draus, dann spult er ja theoretisch ein Jahr, ne? Wenn ich jetzt sage, so Dezember, mach mal auf 14 Uhr, dann mache ich ja. Dann sagt er, möchtest du, bist du sicher, dass die Zeit um 12 Monate und 0 vorgestellt werden soll? Ich natürlich jetzt nicht, aber meint ihr, das liegt daran? Ich glaube schon, oder? Funktioniert, läuft, auch nichts machen, Geld zählen, ne? Okay, ein Kalkscheuer ist gleich da, der ist gerade auf dem Weg. Und das hat noch nichts zu tun, oder? Wie gesagt, neue Missionen wollen wir eigentlich nicht mehr machen. Sind auch nur noch riesige, also grubbern, alles grubbern. Aber, nö. Gerste. 76.000 Liter Hackschnitzel verkaufen. Das sind sogar über 500 im Preis. 76.000 Liter Hackschnitzel, so zu GD-Transport. Das wäre ja blöd, wenn man es nicht machen würde, ne? Weil das sind ja, wie hoch war der Kurs?
Musterrote LKW. Ich würde eigentlich, ich sehe eigentlich erstmal die Pelletsfabrik. Hühnerstelle wollte ich hier vorne ja noch machen. Aber dafür brauchen wir auch ganz viel Weizen als Hühnerfutter und so ein Stroh auch wieder für die Hühner. Das haben wir alles nicht. So, in 20 Minuten müssen wir den abgeben. GD-Transport mit 76.000. Mischration. Das können wir doch auch gut verkaufen. 74.000. Wahrscheinlich auch ein deutlich besserer Preis. Hackschnitzel. Müssen wir nochmal 13.000 hinterher schicken. Und mal gucken, wie lange er fährt, weil sonst müssen wir noch ein zweites Fahrzeug nehmen. Ja, braucht 3 Minuten, also 6 Minuten hin und zurück, dann haben wir danach noch Zeit, um noch eine Tour zu fahren. Okay. Muss mal, weil der Anhänger weggefahren ist, ne? Besser. Glück, Prost. Zu wenig Stroh. Vielleicht hätten wir doch noch ein Getreidefeld mehr machen sollen. Ich weiß ja, ob wir noch Fahrzeuge kaufen müssen, weil irgendwie mehr als 20 Stunden. Noch nicht Eigentum. Das sind alles Gemietete. Ja, der hat 24 Stunden, also den sollten wir auf jeden Fall mal kaufen. 40 Stunden, die müssen wir auch dringend kaufen. Die sind noch wenig. Naja, kostet halt 195.000, da muss gekauft werden, jetzt nichts. Wir brauchen die raus aus der Miete, weil das bringt nicht mehr. Die kosten sonst Betriebsstunden und bringt uns nichts. Der auch. Nur noch ein Mähdrescher, okay. Roboter ist eh recht neu. Sonst hat fast noch gar nicht gearbeitet.
Jetzt ja selber vor, ja gut, die sind knapp dran. Aber müssen wir mal, nein, müssen wir mal Geld sparen jetzt. Aber so decken wir schon die laufenden Kosten, reduzieren wir damit. Gerade die Fahrzeuge, die über 20 Betriebsstunden haben, das wird nicht mehr abgezogen vom Kaufpreis. Ist angekommen. Schnell wieder zurück zum Hof. Also eine passende Transportmission. Dann kürzt ihm nur noch Zeit. Runter rumfahren können, aber ist egal. Schon cooler, wenn das ganze Feld nicht voll wäre mit Feedlots. Aber dafür lohnen sich Tiere eigentlich zu wenig im Landwirtschaftssimulator, ne? Der Verkauf immer unterbrochen. Reicht schon. Diesmal hört er nicht auf, ne? Diesmal läuft er durch. Mischration, wie viel haben wir denn hier? Ist ja Produkt. 340.000. Was wird man normalerweise im Verkauf kriegen? Normalerweise würde man 900 für Mischration bekommen. Und mit der Mission. Kriegen wir 1400 oder so. Den nehmen wir auch an. Wie viel war das hier? 74.000 Liter, auch zu GD. Das ist so schön, mal ein paar Lieferaufträge machen. Und 3 Millionen haben wir noch. Also 2 Millionen oder so sollten wir schon noch übrig behalten, damit wir auch ausreichende Menge nachher Pellets produzieren können. Das bringt ja keine Pelletsproduktion, wenn wir da keine Hackschütze mehr haben. Neues Feld können wir nicht kaufen. Feld 8 ist Raps, das ist ja eigentlich für den Verkauf. Feld 13 Weizen, wird auch die Hälfte mindestens von verkauft werden. Feld 12, da müssen wir nachher, weiß ich nicht, Mais eigentlich, ne?
Aber viel Häckselgut. Häckselgut brauchen wir eben auch für die Fermenter viel, aber wir können auch ein bisschen was davon wegdreschen. Hälfte, Hälfte wahrscheinlich. Die 4 haben wir Gerstefeld. Erstes für Hühnerfutter nachher. Aber knapp, 10 Minuten hätten wir noch Zeit gehabt für den Auftrag. Aber da vorne ist ja schon GD-Transport. So, ist auch schon gleich 3 Uhr, ne? Schon krass. Zeit schon wieder rennt, aber klar, das hat, ne? DLC heute waren fast 2 Stunden beim Production DLC. Dann jetzt gleich 3 Stunden. Oh, ein bisschen übertrieben, ne? Na, doch, also das ist die 7. Folge. 25 Minuten im Schnitt. Das kommt sogar ungefähr hin. Heute viel gespielt. Heute Abend ist ja noch mit Speedy Sunkenland Survival. Da müssen wir heute zu zweit überleben. Aber beim letzten Mal konnten wir neue Waffen herstellen und neue Rüstung. Also bin da ganz gute Hoffnung, dass wir auch zu zweit überleben heute. Gerade mit Scharfschützengewehren ausgerüstet. Genug Munition. Sollte das wohl machbar sein. So, einmal abschließen. Und jetzt habe ich halt Bock noch eine Runde auf Big Ambitions. Und ich komme da sonst erstmal nicht zu. Samstagmorgen ist keine Zeit. Sonntag ist keine Zeit. Montag ist Modding eigentlich. Montag Modding. Also auch keine Zeit. Also wenn nicht gleich, dann ne, tagelang nicht. Und Supermarkt-Simulator habe ich noch. Habe ich schon wieder einen ganzen Schwung voraus. Da sind wir schon auf YouTube am nächsten Wochenende. Ich bin 70.000 Mische. Schade, dass wir jetzt nicht mal so einen Großauftrag haben, ne? Von wegen liefere 400.000 Mischration oder Hackschnitzel oder Silage oder Mineraldünger. Da hätten wir ein paar große Portionen anzubieten. Die Fläche ist leicht groß genug. Wie würden sich auch die ganzen Kühe, die aber kommen? Also 74.000 können wir leicht abnehmen. Vor allen Dingen haben wir jetzt ja auf 2 Linien fahren wir jetzt Mischfutter. Da wird immer noch Wasser, aber. Hat auch halt wenig Kapazität. Beinladung Stroh kaufen, also da werden wir nicht drum rumkommen.
Und dann vielleicht selber aufteilen, nur zu denen, die oben drin stehen, weil einige scheinen ja doch bevorzugt beliefert geworden zu sein. Oder sind halt ausgewachsene Tiere, die logischerweise einen höheren Bedarf haben als die kleinen Tiere. Ich? Fragezeichen, was denn? Das Speedy, na moin, hab ich gerade noch geschnackt, ne? Heute Abend Zankenland, ne? Das steht noch, oder? Wie gerade gesagt, wir sind ja eigentlich gut ausgerüstet, also sollten wir theoretisch auch zu zweit über den Arm kommen. Ja, sollen wir ab 19 Uhr einfinden. Versucht das. Dass wir zeitig starten. Wir schon mal schaffen heute Abend. Sind 1482 Liter fehlen noch. Jo. Ja, also 17 oder 19 Uhr da sein reicht auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, das machen wir jetzt noch schnell zu Ende, ne? Die hier 13.482, die holen wir noch, die Tour fahren wir noch. Heute ohne Tod gehen, das Baby. Mal gucken. Ohne zu verhungern, weil man nicht gegessen hat. Oh nein. Da werden wir ausgebremst. Schon mehr verkaufen, ne? Aber nicht zu viel, die Tiere brauchen das auch noch. Ist geplant. Gut, machen wir so. Gut, das wird die letzte Tat werden und haben wir auf jeden Fall schon mal locker gleich fast schon 1,2 Millionen. Und weil wir das hier abgegeben haben und die Mission abschließen. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Hackschnitzel verkauft. Das ist schon mal recht gut. Da sind wir sehr nah dran an der Pelletsproduktion. Ein bisschen Kapazität, ein bisschen Puffer sollten wir erst nochmal aufbauen. Und klar, da muss die Pelletsproduktion beliefert werden, da muss Heu hin. Alfalfa, ne, Luzerneheu, Grasheu ganz normal und ein bisschen Stroh. Ja, gerne mehr solche schönen Lieferaufträge, die waren gut. Mal was anderes. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Wer keinen Bock hat, natürlich auf Big Ambitions. Vielen Dank fürs Reinschalten, schönen Freitagnachmittag euch gewünscht. Ansonsten eine kurze Pause, 5 Minuten geht's weiter mit Big Ambitions, Wirtschaftssimulation. Da versuche ich heute das Auto heil zu lassen und nicht wieder in der Werkstatt zu landen. Und wir gucken mal, was das neue Personal kann oder auch nicht. Ne? Vielen, vielen Dank, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.